Ja, ich weiche den Minen aus, wie ein gekonnter. Komm schon! Oh, Timmy ist voll in die Fresse! Also, ich schalte die Zeitlupe und sterbe wegen einem Hodenschuss? Ich bin ja eh. It was at this moment that Nathan knew. He fucked up. Die Meister des Kinderverlusts. Die Webcam da, die ist eh. Kind? Achtung! Wow. Guts and Glory. A terrible tutorial. Wow. Wir spielen hier praktisch Happy Wheels in 3D. Alter, der Jimmy hat einmal richtig Freude da hinten, ne? Ja, Fatih, schneller. Schneller, Papi, schneller. Wir müssen durch die Checkpoints fahren. Respawn Points, okay. Was kann man hier machen? Ein sicken Trick, Alter. Ich glaube, es gibt niemanden, der so gut ist wie ich in dem Spiel. Ah! Sick, dude. Fucking sick. Was passiert hier? Ach so, ja, genau, genau. Wie ich einfach gedodged habe, ey. Ich bin so... Ne? Oh oh. Jimmy! Wie er überlebt hat, der kleine Cheater. Das ist doch ein super Tutorial. Es ist zu easy. Was ist hier? Ach genau, diese Spikes. Oh, das sind so Spikes, weißt du? Da braucht man keine Geschwindigkeit, man muss sie nur berühren und sie halten einen ganz dezent fest. Jimmy, willst du auch mal? Ich bin so ein Großmeister, diese. Shit! Guck mal, es regnet sogar Blut, ist das richtig? Ich muss mich kurz anmalen, es ist wichtig, einfach die richtige Kampfmalung zu haben, dass man hier rangehen kann. Hat das Kind nichts mehr an? Alles ist gut, das Spiel ist super familiefreundlich. Die Kinder haben was an, wenn sie bluten. Das ist super. Wie kann man nochmal Lichter machen? Hier ist doch Licht irgendwo. Supi! Oh, unser Kind ist wieder da. Oh, shit, das ist zu fett. Wie kann ich den Timmy wegschmeißen? Man konnte den doch bei Happy Wheels immer so fortschmeißen, den Bock. Ha, das war ja wohl super einfach, ne? Oh. Ich muss jetzt mal eine andere Kamera machen. Wow, oh Gott, die habe ich fast vergessen hier, die... Zack, wow, wie ich voll ausgewichen bin. Die Facecam, die Webcam da, die ist... Kind? Kind, wo bist du hier? Ah, nee, das sind die Bälle. Nein! Aha. Wow! Nein, nein, nein! Kind, was ist passiert? Okay, jetzt machen wir serious hier. So, jetzt noch ein bisschen Speed. Oh, yeah. Das war's, Kinders. Wir haben's geschafft. Ach ja, versucht mich doch zu treffen. Oh, mein Arm ist ab von meinem Fahrrad. Guck mal, ich kann das Kind schlagen. Oh, fuck. Wir machen mal die nächste Strecke. A day in the park. Was kann man hier im Park alles erledigen? Bis jetzt ist es ja wirklich super spannend. Ne? Grandios, die Strecke. Ich sterbe auf einer Strecke, auf der man gar nicht sterben kann. Leute, wir müssen natürlich A Day in the Park with a Saw auswählen. Mit einer Säge ist alles viel lustiger. Also im wahren Leben auch. Weißt du, so ein Besuch bei den Großeltern, eine langweilige Angelegenheit. Aber wenn du mal eine Säge mit am Start hast, dann macht das direkt viel mehr Spaß. Leute, Achtung. Wow, was passiert hier noch? Ach ja, hier sind wir eben gestorben an dieser brutalen Säule. Ist jetzt total easy, easy. Wow. Wir werden doch nicht richtig gefordert hier in dem Spiel, ne? Old Cabin Hill hört sich ultra delicious an. Diese Map kann doch nur vorzüglich sein. Von straight aufs Ziel. Weil von irgendwelchen Streckenbegrenzungen halten wir gar nichts. Wir haben unseren Rennstreckenkontrolleur Timmy dabei. Der weiß genau wo und wie hier, warum was gebaut ist. Guck mal, wie er sich schon freut. Da müssen wir lang! Oh mein Gott! Er ist schon wirklich gut bei der Sache da hinten, der kleine Timmy. Also er kennt sich extrem aus hier mit der gesamten Strecke. Die ist ihm bekannt wie seine Westentasche. Er fährt die täglich. Und ja, deswegen hat er auch überhaupt keine Lust weiterzufahren. Er steigt oft ab, wenn er mit ihm so langweilig ist. So, hier schießt so eine kleine Armbrust. Das ist einfach so lächerlich. Hey. Hey! Scheiße, das Kind fehlt, das eigentlich alles abfängt. Wir ziehen durch. Come on! Das ist angeblich ein Warm-up, diese Strecke. Wir haben im Stream schon einige Strecken gespielt. Mir kommen die gerade voll unbekannt vor, tatsächlich. Ich glaube, wir haben den im Stream nicht gespielt, meine Damen und Herren. Come on, Alter, come on. Wow, hier sind die Minen, krass. Doch, wir haben die Strecke gespielt. Ja! Er gibt mir einfach voll. Tja, ich weiche den Minen aus wie ein gekonnter... Fuck. Ich weiche den Minen aus wie jemand, der es einfach kann. Wie ein junger, agiler Schwan. Nein, Kind, wir haben dich verloren. Oh, wie ich dieser Mine ausgewichen bin, war wirklich enorm. Das war enorm. Achtung, Achtung, meine Damen. Vor allem die Damen müssen jetzt aufpassen. Ja, das war jetzt ungewollt. Vor allem die Damen müssen jetzt aufpassen. Haltet eure
Was mache ich denn? Halt eure Bibs fest, dass sie nicht wegfliegen, denn ich bin jetzt hier hart am Destroyen. Tja, die Kanone dachte, sie kann mich treffen, aber du, schlecht. Easy, schon gewonnen. Ihr könnt sie wieder loslassen. Ich habe schon gewonnen. Chapel Hill. Oh, das ist doch eine Strecke, die unserem Kaliber auf jeden Fall entspricht. Ja, Kind ist schon getroffen. Super. Das ist so locker hier. Gut, der Ball war jetzt natürlich doch, der kam schon sehr nah an uns ran. Aber alles in allem. Das ist doch ziemlich schwer. Oh, komm schon. Oh, Timmy ist voll in die Fresse. Ja, okay. Unser Kind wurde voll ins Gesicht, also in den Kopf, obenrum getroffen. Krass. Ich erinnere mich an den Stream, Leute. Da gab es hier einen kleinen Trick. Wir sind, glaube ich, einfach außen rumgefahren. Warum gehen da hinten alle Bomben? Halt. Ja, Headshot, super. Komm schon. Aha. Nein. Gib doch jetzt Gas, Mann. Okay, Achtung, wir nehmen am besten die Zeitloop dafür. Zeitloop dafür. Oh. Ich bin doch nicht mal von diesen tödlichen Stacheln erwischt worden. Ich bin einfach an diesen Stock gekommen. Donk. Also. Ich schalte in die Zeitlupe und sterbe wegen einem Hodenschuss? Ist ja wohl lächerlich jetzt gerade hier. Wartet mal, ich fahre hier lang. Fuck. Das Kind hat mich blockiert. Das ist irgendwie ganz blöd runtergefallen. Ja, geil. So. Dieser Ball. Ich bin ja eh. It was at this moment that Nathan knew. He fucked up. Meisterte. Des Kinderverlusts. Wisst ihr, was ich jetzt mache? Achtung, das wird richtig krass. Passt auf. Ja! Oh mein Gott! Ich bin so brutal gut in dem Spiel. Es ist nicht mehr normal. Oh shit, ich erinnere mich. Das war scheiße hier. Komm, gib Gas. Gib alles. Ah! Yeah. Locker, Mann. Locker. Im Stream bin ich ja nie drüber gekommen. Jetzt schaffe ich es beim... Ohne um die Minen noch drumherum gefahren. Riplash ist jetzt hier als nächstes dran. Barrel Roll. Habe ich sowas von drauf. Also wir benutzen diese... Oh shit. Okay, die habe ich zu spät gesehen. Das ist ja ganz gemein hier. Also auf Sackhöhe. Beziehungsweise auf dem Fahrrad eben auf Kniehöhe. Sind hier knallhart irgendwelche Dinge angebracht. Also das finde ich jetzt gerade mal nicht so frech. Gerade ein bisschen. Oh shit. Habt ihr das gesehen? Unser Kind ist irgendwie, keine Ahnung, gegrindet, ungewollt, hat sich die Gedärme rausgezogen aus seinem Gesicht. Wenn ich es richtig gesehen habe. Ich habe meine Brille nicht an. Jetzt geh mal Gas! Warum ist das Kind weg? Das ist immer leichter. Das gehört unten. Wir sind immer dabei! Nein! Ja, da hat es auf jeden Fall eben an der Stabilisation gehangen, ja. Da lag das Kind auf jeden Fall die Schuld des Kindes, denn nur durch das Kind sind wir wirklich perfekt durchstabilisiert. Wir machen jetzt mal einen Frontflip! Scheiße, Mann, diese verschissenen Dinger. Ey, es ist schwer hier und so, ne? Viele sagen ja, dass Tony Hawk schwer ist, aber das hier. Schlägt dem fast den Boden aus! Fuck. Habt ihr das gesehen? Die Stabilität, die das Kind bringt, es ist nicht mehr normal. Ah, da war das Kind drin schuld. Gut, wir machen jetzt keine große Fats. Wir machen jetzt nur einen Trick des Jahrtausends!